Mahlzeit. Ich habe das Video genannt. Die Regierung macht es richtig. Mit Fragezeichen. Es gibt diesen altbekannten Spruch, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Naja, weshalb komme ich darauf? Aufgrund der heutigen Nachrichtenlage. Vorbund-Ländergipfel, Gesundheitsminister wollen epidemische Lage, in Anführungsstrichen immerhin, obwohl RND, Reduktionsnetzwerk Deutschland, wollen epidemische Lage verlängern. Übrigens, so drückt sich auch die Tagesschau aus, in Anführungsstrichen die epidemische Lage. Wir wissen ja, dass eine Epidemie auch eine Krankheit erfordert, ne? Also Krankheitserscheinung. Donnerwetter. Naja gut, aber ja, sowas sind Nachrichten. Das machen die einfach so. Das sind nicht meine Minister oder die Minister des Volkes mehr. Aber das ist egal. Sie sind es doch, denn sie sprechen aus dem Volk. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Bund und Länder wollen volle Freiheit für Geimpfte und das Ende kostenloser Tests. Also letzten Endes, das soll eine Art Impfdruck erzeugen. Ja, klar. Ja, klar. Der Tagesspiegel sagt es. Ja, und? Wie oft hört man, geht man einfach ins, sozusagen, ins Volk und hört euch um. Ja, das ist richtig. Wir haben uns alle impfen lassen und das andere, das ist ja nicht richtig. Und hier, es geht schon wieder weiter, schon eine ganze Weile mit dem Klimathema. Ob ich jetzt sage, ja, es wird 1,5 Grad wärmer oder nicht, ist vollkommen egal, ihr könnt ja abstimmen hier, ihr könnt einen Tagesspiegel gewinnen. Ja gut, aber auch diese Frage, die wird immer wieder untergestreut, letzten Endes, weil wir ja dieses böse CO2 rauslassen. Alles Blödsinn, aber egal, es wird schon mal wieder Vorschub geleistet. Und die Masse, ja, das geht ja nicht so weiter, ich finde es ja auch ganz gut, wenn man nicht so viel Umwelt schädigen. Ja, oder Laschet sagt einfach, der will das auch alles. Diese Beschränkungen verlängern. Guckt euch dieses Gesicht an. Mit welcher Vehemenz er das vorträgt. Das hätte er sich früher auf dem Schulhof gar nicht getraut. Oder Masken gehören in 5 Jahren noch dazu. Ein CDU-Fachpolitiker. Donnerwetter, ne? Er muss es ja wissen. Aber auch das hier. So eine Meldung. Von wo? Von Radio Hochstift. Na egal. Keine Maske bei Behandlung. Paderborner Nuklearmediziner muss zahlen. Da höre ich jetzt schon wieder solche Leute, die dann sagen, ja, der hat ja genug Geld, diese Schweine, die verdienen sich dumm und dämlich an uns, jetzt sollen sie ruhig zahlen, das hat er nun davon. Und, guckt euch um, die Leute rennen ja immer noch mit Maske rum. Also das gehört dazu. Deswegen ist die Regierung letzten Endes die Regierung, die vom, ja, die im Sinne des Volkes spricht. Sag ich jetzt so, das können wir letzten Endes nochmal auf die andere Art beleuchten. Deswegen auch mein Nachtrag. Auf die Frage, woher kommt dieser Quatsch plötzlich? Hatte ich im Buch geschrieben, so oder so. Meine Antwort ist radikal. Also das Problem an der Wurzel packend. Die Anhänger solcher Erscheinungen sind sich ihrer Unbildung und intellektuellen Minderbegabung sehr wohl bewusst, haben darum Minderwertigkeitskomplexe und versuchen, diese dadurch zu übertünchen. Nicht mehr und nicht weniger. Ich werde es einleuchtend und ganz einfach begründen. Später. Zur Erinnerung. Denken ist gleich Wissen kombinieren. Aus dem Denken erwächst das Handeln. Wenn Wissen fehlt, funktioniert das Denken schlecht und das daraus folgende Handeln wird unvernünftig. Tja, ich meine, das Volk wurde sehr erfolgreich verblödet über die ganzen Jahre und hat sich letzten Endes diese Politiker und diese Regierung gewählt, die es sich eigentlich wünscht, die es verdient. Oder wie ist es? Leute, bleibt nett beim Kommentieren, sonst muss ich die Sache wieder schließen. Weil das artet schon wieder aus in letzter Zeit. Meckert nicht einfach bloß rum, sondern der Ausweg ist letzten Endes Bildung. Auch wenn es lange dauert. Auch wenn es sehr lange dauern wird. Aber wenn wir es nie tun, dann kommen wir aus diesem Dilemma nicht mehr heraus. Denn solche Sprüche kommen letzten Endes immer wieder auch daraus, ja, wie ist der Stand der Bildung? Wenn wir das nicht verbessern, dann wird es nie was. Irgendwann müssen wir anfangen. Also macht was, macht's gut. Bis dann. Tschüss.